Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Land Ingbert, hallo Saarland. Ich begrüße euch. Herzlich willkommen im Saal. Herzlich willkommen zu Hause. Toll, euch zu sehen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich sehe, wir haben schon gute Laune. Das wird sich aber noch nach oben steigern, da bin ich mir ganz sicher, weil ich gleich eh wieder die Bühne freimache für eine Künstlerin, die gleich hier ja, sich auch schon eingerichtet hat. Vielleicht sieht man es ein bisschen. Da stehen schon spannende Sachen. Ich bin selber total gespannt, was sie machen wird. Ihr Programm macht schon Appetit. Ja? Das heißt, wenn Schubladen denken könnten. Und um mir so einen kleinen roten Teppich auszurollen, habe ich auch, wie immer, wie für jeden Gast, ein paar Zeilen verfasst. Und die gehen so. Die Dame ist ein Urgestein. Als Liebling vom Kulturverein verspottet sie das pure Sein, stets lustig und eine Spur gemein. So schlüpft sie in Figuren rein, egal wie krass obskur sie schreien, ob Tussis, Bayern, Moppelrentner, ihr Talent wiegt Doppelzentner. Was ihr Leib wagt, bis das Kleid reißt, dient der Treibjagd auf den Zeitgeist und vermag brisante Themen spielend bei der Hand zu nehmen. Amüsantes Open Mind, das jeden Kopf zu dopen scheint, trotz wohlerzogener Bürgerstirn, quasi Yoga fürs Gehirn. Revue gemischt mit Labersets, ein Stern des Typenkabaretts, um den bei ihr die Bühne kreiselt. Macht mal Lärm für Eva Eiselt! Viel Spaß mit Eva Eiselt! Juhu! Ja! Schönen! Guten! Abend! Oh, vielen Dank! Das tut sehr gut! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Namen zusammen! Ich hoffe, es geht allen gut! Ja? Eine kurze Frage: Wer kennt mich noch so gar nicht? Ah ja, doch. Trifft sich ja ganz gut. Ich kenne euch ja auch noch nicht. Der Philipp hat ja schon ein bisschen was über mich erzählt. Ich würde das noch so ein bisschen ergänzen. Nicht, dass es nachher heißt, die Eisel, die Eva, die ist Künstlerin. Was macht ihr den ganzen Tag? Steht spät auf, trinkt viel, hat jede Menge Sex. Das stimmt natürlich nicht. Ich rauche ja auch noch. Ne? Also ich erzähle so ein bisschen was, damit ihr mich gleich in die passende Schublade, ne? Also ich bin 173 Kilo lang, ich wiege 76 Zentimeter, mein Alter hat die Quersumme 8. Ah, jetzt rechnen schon ein paar. Ich bin als kleiner Tipp, die Quersumme meines Alters, habe ich schon gesagt, ist 8. Ich bin genauso alt wie meine Konfektionsgröße. Was, die ist schon 36? Nein, wie meine untere Konfektionsgröße. Ich bin schon deutlich älter als meine obere Konfektionsgröße, was tendenziell auch so bleiben soll. Ich habe ein unveränderliches Kennzeichen, ich habe ein Muttermal. Allerdings bin ich auch von Zeit zu Zeit auch Mutter von 3 Kindern, wenn ich den Vater mitrechne. Das wären so die abgerundeten Eckdaten. Stimmt alles überein, schon die passende Schublade für mich gefunden, ja? Und ihr so? Seid ihr alle freiwillig da? Ja, weil ich habe mir sagen lassen, es gibt wohl Frauen, die zwingen ihren Mann zu einer Abendveranstaltung. Ja, und es gibt aber auch Frauen, die lassen ihren Mann extra zu Hause. Auch wildes Nicken. Und es gibt Männer, die haben ein Eigenleben und so ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie neulich da sagte eine Frau zu mir von der Vorstellung: Ach, Frau Eiselt, ich freue mich so auf Ihr Programm, allerdings wäre sie heute alleine hier. Ihr Mann, ich sage, wieso? Ja, jetzt zitiere ich wörtlich den Mann, warum der nicht mitgekommen ist. Der sagte wörtlich: Ich gucke mir doch nicht den ganzen Abend an, was eine Frau zu sagen hat. Ja, ich lasse das hier mal in der Halle ein bisschen hängen. Kann die Lüftung dann absaugen. Ne, ja, wer in Schubladen denkt, hat ganz schnell ein Brett vorm Kopf. Und es gibt so einige Bretter. Ich kriege auch immer so Tipps. So Tipps, so Eva, Mensch, du bist doch eine Hübsche, wieso zeigst du das nie? So auf der Bühne, was ich meine, zieh doch mal so ein richtig enges Kleid an. Weißt du, so eng. Ich so, Moment, hier, mein Hemd, das ist knalleeng. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, hier meine Hose, die lächelt.
Es gibt ja so viele schlecht gelaunte Hosen, die hängen einfach so gerade runter, die hier lächelt. Sieht man das auch bis hinten? Ihr könnt ruhig zurücklächeln. Ne, dann, was er meint, so ein enges Kleid, weißt du, so Ohrringe. Mensch, tritt doch mal mit Stöckelschuhen auf. Und das fand ich eigentlich eine super Idee. Deshalb bin ich auch mit Stöckelschuhen aufgetreten und stehen die mir. Ja? Die tun was für mich, oder? Ich muss auch sagen, ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe noch nie so bequeme Schuhe getragen. Wirklich, achso, ich habe sie falsch rum. Stricken auch das Bein, finde ich, wenn man, ich hänge die mal hier an die Schublade, wie ihr seht, die habe ich ja mitgebracht. Was könnte denn zu der Schublade, was machen wir? Wie wäre es mit einem Schublattler? Ja? Aber kein Schublattler, sondern ein Schubladler. So, was ist ein Schubladler? Ein Schubladler ist ein Mensch, der gern in Schubladen denkt. Und meine Familie, wir denken jetzt schon, lass mich nicht lügen, in der 7. Generation in Schubladen. Ja, und meistens in Eiche rustikal. Und da bin ich stolz drauf. So, ich hab euch ein Instrument mitgebracht. Hört ihr das? Das ist ein Schubladion. So, da wollen wir mal schauen, was ein Schubladler so treibt. Die Kirche bleibt im Dorf und durchs Dorf treibt man die Sau. Der Vater ist Mann und die Mutter a Frau. Das Bier muss in den Bauch, in den Tank muss Diesel rein. Ich möchte für immer ein Schubladler sein. Ja, jetzt habt ihr schon einen Eindruck. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. So ein Klimawandel brauch ich niemals nicht. Und wird's im November dann doch sommerlich, dann leg ich halt dann schon auf Grill, Rind und Schwein. Lecker vom Tönnies, ich möcht für immer ein Schubladler sein. Ja, ich merk, ihr wollt mitsingen, gell? Aber das dürft ihr nicht. Wegen den Tröpfchen. Vielleicht könnt ihr ja schunkeln. Schauen wir mal. Jetzt die Veganer und dann noch diese Transgender-Leute. Ich finde, man kann's auch übertreiben. Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Ich möchte für immer ein Schubladler sein. Jetzt habt ihr wirklich mitgeschunkelt. Geht, na gut. Warum nicht? Die Syrer, Afrikaner, sind anders als wir. Gegen Schwule hab ich auch nichts. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, lass mal noch mehr von derer hinein. Kann ich dann überhaupt noch ein Schubladler sein? Die Welt dreht sich immer, immer weiter, doch ich bleib halt ich. Veränderung macht ich noch nie. Wen tut mal bitteschön die Volkspartei? Ich möchte immer ein Schubladler sein. Jetzt habt ihr nicht mehr mitgeschuckelt. Da, was mir am meisten stört, ist dieses furchtbare Klischee. Ja, auch in diesem Lied hier, das ist wirklich nicht schön. Immer macht er über uns Bayern dieselben alten Faxen. Ja, seid's da mal gerecht und nehmt euch die Sachsen. Na, sie schon,
Na herrlich, ich geb das gern zu. Auch wir im Essen möchten Schublattlern nü. Na herrlich, ihr zwei, so jetzt kennen wir nicht. Nee, im Rheinland, da ist man weltöffentlich. Es gibt einen Trick, mit dem tolerierst du total. In Köln, im Rheinland, ist allen alles driss egal. Der Schublatter ist eine Art Franchise-System. Von Hamburg bis Bayern, von Ulm bis nach Bremen. Ob an Oder oder Mosel, ob an Spree, Saar oder Rhein. Jeder möchte halt ein Schublattler sein. Yeah! Ich hatte ja auf dem Weg, als ich heute von Köln hier nach St. Ingbert völlig die Orientierung verloren, aber völlig. Gut, ist ja auch gerade so Zeitgeist, ne? Viele verlieren ja völlig die Orientierung. Ich bin mit dem Auto ohne Navi, mit Falkplan, kennt man das noch? Für die Jüngeren, falls war welche. Da haben, das ist sowas wie, erklärt man das sowas wie, Google Maps mit Origami. So, und dann hatte ich, wie gesagt, völlig die Orientierung. Ich bin erstmal die A1, dann A8 runter. Und irgendwann dachte ich, irgendwas, ich war in Kirkel. Und wirklich, Kirkel ist westlich von hier, oder? Nee, östlich. Östlich? Östlich, es kommt drauf an, von wo man guckt, ne? Es kommt ja immer auf die Perspektive an, ne? oder auf den Standpunkt. Oder anders gesagt, wenn die Perspektive wechselt und der Standpunkt bleibt, ist der Fortschritt gar keine Bewegung. Könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, aber bitte nicht jetzt. Ne? Ich völlig die Orientierung verloren, völlig. Ich meine, vielleicht ist das ja auch gerade richtig gut. Ne, wenn die Zeiten gerade so vor lauter Verunsicherung, wo geht's eigentlich überhaupt noch lang? Vielleicht ist dann ja nicht mehr alles so höher, schneller, weiter. Vielleicht ist dann ja endlich mal alles langsamer, näher, tiefer. Es war einmal ein Kranich. Der hatte den Anschluss an seine Gruppe verloren, weil er wollte ihn auch verlieren. Schon so lange hatte er das Gefühl, gar nicht mehr mitfliegen zu wollen. Und dann auch noch in einer Eins-Formation, wie spaßfrei. Eine umgedrehte Eins, eine Fünf hätte ihm gefallen. Oder ein D. Hey, wer fliegt mit mir in D-Formation? Und warum fliegt ihr alle so schnell? Ihr tut ja gerade so, als hättet ihr Angst vor der Vogelgrippe. Abstand! Rief ein älterer Kranich. Abstand! Das war doch nur ein Spaß. Hey, wir fliegen gerade über Bayern. Wir könnten doch als Brezel fliegen, hä? Und in Frankreich dann als Croissant. Oder, nee, ich hab's. Jeder fliegt so, wie er will. Ja, so einmal so richtig aus der Reihe fliegen. Hä? Was meint ihr? Hallo? Hallo? Aber er blieb ungehört. Warum fliegen wir überhaupt? In Lingen an der Ems war es doch viel wärmer als in Marrakesch. Hallo? So flog der traurige Kranich ganz alleine in Brezelform
voller Flugscham zurück nach Lingen an der Ems. Er streifte sein Federkleid ab, ließ sich ein dickes, dickes Fell wachsen und zog als einsamer Wolf durch den verdorrten Märchenwald Deutschlands, wo ihn eine Rentnergruppe in E-Bike-Formation überfahren hatte. Der Drosten, ne? Ich war ja so froh, dass der in Urlaub war. Jetzt ist er wieder da. Alle 50 Podcasts habe ich gehört. Und wenn man das mal alles so zusammenfasst, dann wissen wir immer noch sehr wenig. Ne, und obwohl wir so wenig wissen, hat sich eigentlich unser Leben komplett verändert. Seit März, ne? Komplett verändert. Ohne Corona säßen wir gar nicht hier. Stimmt. War es eigentlich ganz schön hier, oder? Der Mundschutz nervt ein bisschen. Obwohl bei manchen ist das eigentlich auch. Ne, obwohl wir so wenig wissen, hat sich unser Leben komplett verändert. Jetzt frage ich mich ja im Umkehrschluss, wenn wir weniger über den Klimawandel wüssten, würden wir dann auch unser Leben komplett verändern? Wissen wir einfach zu viel? Aber hier im Saarland hat man die Krise, hat man die stark gespürt? Nicht so, hier ist immer Shutdown, oder? Ich komme aus der Eifel, das ist... Die hatten noch nicht mehr einen Shutdown, also Shutdown vom Shutdown. Ist euch aufgefallen, dass man mit Mundschutz viel schlechter hört? Ja, ne? Ich will immer so machen, aber da ist gar nichts. Und viele HNOs, weil wie man den auch trägt, den Mundschutz, ne? Manche tragen ihn ja so locker und ne, hier unterm Kinn, wo er am meisten Sinn macht. Und dann tragen den manche so Spack, ne? Die HNO-Ärzte, die waren jetzt schon, ne? Corona ist dann vorbei, aber die Ohren bleiben. Unser Verhalten hat sich komplett verändert. Innerhalb weniger Monate. Homeoffice. Haben wir jemand hier bestimmt, der im Homeoffice ist und nicht mehr zurück will? Ja? Doch so viele. Man kriegt ja auch zu Hause viel mehr geschafft, ne? Viel mehr. Waschmaschine, Spülmaschine, Kinder beschulen. Das war jetzt ja auch so toll beim Homeschooling. Das fand ich ganz toll. Weil ich habe ja Kinder, ne? Ich habe die Hausaufgaben direkt auf meinen Laptop bekommen. Im Schulranzen hat man die immer so schlecht gefunden. Konnte man die gleich machen. Ja, die Kinder schaffen die alleine ja gar nicht mehr. So viele Freundinnen von mir, Mütter, ne, die standen jetzt im Mai wieder kurz vorm Abitur. Manche haben sich sogar verbessert. Die waren voll glücklich. Ne? Hat sich mal eben unser Leben komplett verändert. Was war das noch für ein Problem? Fridays for Future. Ne, da durften die ja nicht hin. Fridays for Future, jetzt hatten wir Week for Future. Ach komm, Month for Future. Year for Future. Ne, alles hat sich verändert, auch Urlauber. Haben wir Urlauber hier? Da hinten ist einer. Eine Freundin von mir, die hat dieses Jahr Urlaub in Hattingen gemacht. Letztes Jahr Thailand, dieses Jahr Hattingen. Kabarett, ne? Kabarett ist ja immer so lustig, ne? Ist so witzig, so lustig, so ha, 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 ha. Ja, echt, ich frage mich wirklich manchmal, was mache ich eigentlich? Ja, ich mache Witze über die Welt. Dabei ist doch die Welt eigentlich selber gerade ein Witz, oder? Ich mache Witze über einen Witz, das ist doch dann gar nicht mehr witzig.
Seht ihr überhaupt keine Reaktion? Gut, was witzig ist, eben noch in der Garderobe oben beim Schminken, ne? Riesentrick. Ich mache mir abends, mache ich mir immer Tagescreme drauf. Weil ich immer denke, wenn am Abend die Haut denkt, es wäre Tag, ist doch gleich viel frischer, oder? Nicht? Okay, ihr sitzt auch zu weit vorn. Okay, ein anderer Trick, aber der ist richtig, richtig gut. Und zwar mein Opa, der hatte in den 80ern Demenz. Ne, und da gab es noch so richtig krasse Tabletten dagegen und von denen habe ich zum Glück noch ganz viele. Jetzt löse ich die auf, ne, dann ganz vorsichtig mit dem Wattebausch auftragen, dass die Haut sich erinnern kann, wie sie mal aussah. Das WLAN hat sich aufgehängt. Oben auf dem Dachboden. Hat keinen Strick genommen. Kein Kabel, ist ja WLAN. Es hatte wohl schon länger keinen Sinn mehr gesehen und irgendwie den Anschluss verloren. Das war schrecklich. Ja, vor allem für die Kinder. Das WLAN war ja immer da, immer da, im Gegensatz zu den Eltern. Du Mama, sagte die Tochter, du Mama, wenn sich mein Handy auch noch was antut, wenn es runterfährt oder abstürzt, Mama, dann ist mein ganzes Leben weg. Die Mutter rief eine Freundin an. Du, bei uns hat sich das WLAN aufgehängt. Was? Bei euch auch? Bei denen auch? Überall, überall eine unvorstellbare Suizidwelle. Nach dem berühmten Roman Die Leiden des jungen WLAN. Zum Glück haben wir noch Netz. Doch in dem Moment brach das Gespräch ab. Die Mutter rannte raus, sie suchte Empfang. Eine Nachbarin schrie, wir werden nie wieder Netz haben. Die Nachbarin hieß Anna. Look. In dem Moment wuchs aus Annas Handy ein Kabel. Erschrocken ließ Anna das Handy fallen, weil wohin sie auch schaute, überall sah sie wachsende, wuchernde, rankende Kabel aus Handtaschen, aus Schornstein, aus Fenstern. Die Kabel suchten einander. Sie lagen übereinander und verbanden sich miteinander zu einem riesigen Turmbau zu Kabel. Die Menschen bestiegen den wachsenden Kabelberg. Es dauerte Tage, es dauerte Wochen, doch dann waren sie endlich da. Ja, sie spürten es in jeder Glasfaser. Vor ihnen erstrahlte im gleißenden Licht die Cloud. Es gibt ja Kinder, die sind sowas von handyabhängig. Ich finde das ganz schlimm. Bei meinen ist das nicht und ich glaube, wenn, dann würde ich das auch mitkriegen. Weil meine Kinder, die durften ganz, ganz lange kein Handy und die fanden das auch richtig toll. Und weil ich finde, wenn Kinder kein Handy, die stellen dann ja so Fragen, wenn die klein sind. Und wenn man das dann nicht googeln kann, und ich habe mal
so ein paar, ich habe hier bei Corona-Aufräumtag habe ich mal ein kleines Büchlein wiedergefunden, wo ich alle Fragen von denen, ich lese einfach mal ein paar vor, ja, was meine Kinder mal, du Mama, mit wie vielen Jahren bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Ist süß, ne? Wenn die noch so neugierig und noch gar keine Schubladen. Oder hier mein Sohn vor ein paar Jahren, leicht entnervt. Du Mama, gibt es Kanzlerin eigentlich auch als Mann? Nö. Dann hier meine Tochter. Du Mama, darf ich eine Tüte Machos aufmachen? Ja, darfst auch alle aufessen. Auch die ganz kleinen Machos. Bitte, bitte alle aufessen. Ach, hier, das ist auch meine Tochter. Du Mama, kann ich an Karneval Cowboyerin werden? Ja, aber Bio. Unbedingt Bio. Und dann hatte ich, das war auch meine Tochter, hatte ich jahrelang die Merkel parodiert. Und dann meinte meine Tochter vor ein paar Jahren, du Mama, im Fernsehen ist wieder die Frau, die tut so, als wäre sie du. Sag mal. Da hier, das ist auch ganz süß. Du Mama, warum wohnt Papa eigentlich immer noch zu Hause? Die anderen Väter haben doch auch schon eine eigene Wohnung. Das ist ganz niedlich. Vielleicht noch eine. Du, noch eine letzte. Du Mama, du bist ja so eine, du kannst essen, was du willst, ne? Du nimmst immer zu. Auf mit dem Ball. Das ist doch ein Draußenspielzeug. Noah, nicht hier im Wohnzimmer. Auch bitte nicht gegen die Wand bollern, davon geht die Tapete doch kaputt. Jetzt gib mir mal den Ball. Hör bitte auf, das macht die Mama traurig. Wenn du nicht hörst, Noah Alexander, wenn du mir den Ball nicht gibst, dann zählt die Mama gleich bis drei. Ja, die Mama kann das. Du kannst ja auch was anderes spielen. Komm, wir gucken ein Buch. Was für ein Buch möchtest du denn gucken? Oder willst du ein Spiel spielen? Komm, wir spielen ein Spiel. Oder wir gucken ein Buch. Was willst du denn? Den Ball weg, sonst zählt die Mama gleich bis drei und dann kommt der Ball weg. Wir können ja auch ein Lied singen, bald ist ja wieder Nikolaus. Der Nikolaus ist hier, bald klopft es an die Tür. Was wünschst du dir denn vom Nikolaus? Hä? Ein Ball hast du doch schon. Was eine Rute? Du bist ja süß, der Nikolaus hat doch keine Rute. Der bringt doch Geschenke und was zum Naschen. Warst du denn ein braver Junge? Noah Alexander Maximilian. Hör auf mit dem Ball, sonst zähle ich wirklich gleich bis drei. Komm, wir gucken ein Buch. Oder willst du malen? Wir können auch was basteln. Willst du lieber basteln oder malen? Leg mal den Ball weg, dann holt die Mama dir die Stifte. Was für Stifte willst du denn? Buntstifte, Filzstifte, Wasserfarben, Wachsmalfarben, Fingerfarben, Aquarell? Den Ball nicht in die Fingerfarben. Noah Alexander Maximilian Liam. Sonst zähle ich wirklich bis drei. Eins. Die Mama zählt. Eins. Ja, die Mama hat angefangen zu zählen. Eins. Da ist doch jetzt Farbe an dem Ball. Eins. Ja, die Mama ist schon bei eins. Sonst können wir ja auch deinen Freund anrufen, den Julius Brutus. Ihr spielt doch immer so schön. Oder hast du Hunger? Ist dir warm?
Ist dir kalt? Soll ich die Heizung anmachen oder hast du Hunger? Ja, was willst du denn? Möhre oder Apfel? Nein, Schokolade gibt es nicht. Möhre oder Apfel? Erst probierst du die Möhre und dann gibt es Schokolade. Nein, erst probierst du die Möhre. Guck mal, die Mama kann aus der Möhre ein Gesicht machen. Die Mama hat aus der Möhre ein Gesicht. Ach, jetzt hast du dich am Schrank gestoßen. Das ist aber ein blöder Schrank. Komm, jetzt hauen wir mal den Schrank. Blöder Schrank. Hast du einfach Aua gemacht. Blöder Schrank. Weißt du was, hier hast du ein bisschen Schokolade. Dann geht das Aua schneller weg. Und später probierst du dann die Möhre, okay? Und später probierst du dann die Möhre, okay? 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 So, den Ball weg, sonst zählt die Mama wirklich noch bis drei. Komm, wir spielen Piraten oder Ritter oder Indianer. Komm, wir spielen Indianer, dann darfst du die Mama auch fesseln. Hä? Super, du hast den Ball weggelegt, das ist ja prima. So, dann fessel mal die Mama. Hm? Ui, das kannst du aber gut. Sag mal, wer hat dir den so einen Knoten beigebracht? Das geht ja gar nicht mehr auf. Aber das Messer legst du wieder in die Küche. Noah, Alexander, Maximilian, Liam, Elias. Leg das... Ach, das war das Spielemesser. Da war die Mama aber gerade dumm. Das Spielemesser. Hilfe, Hilfe, lass mich am Leben. Nein, stich mir nicht in den Bauch. Lass... Ah, jetzt ist aber da Aua am Bauch. Jetzt muss die Mama pusten. Blödes Aua weg. Blödes Aua weg. Das war doch nicht das Spielemesser. So. Ui. Da ist jetzt aber... Nee, willst du doch ein Bild malen? Das ist ja schön, aber dann nimm die Fingerfarben, nicht Mamas Blut. Das ist doch Sauerei. Nimm die Finger. Was malst du denn Schönes? Was eine Eins? Du kannst ja schon zahlen. Was eine Zwei? Kannst du ja auch schon. Und sogar eine Drei. Das ist aber toll, wenn die Mama jetzt stirbt. Dann ist die aber ganz schön traurig, weil die Mama ist ja so stolz auf dich. Noah, Alexander, Maximilian, Liam, Elias, Marie. Ah. Nach so stressigen Tagen da tut es so gut, wenn man sich was gönnt. Thai-Massage, ich liebe das. Du gehst dahin, du freust dich, dass sich jemand um dich und deinen Körper kümmert. Du nimmst dir ein frisch bezogenes Wohlfühlkissen, ziehst dich aus, legst dich hin. Und dann kommt sie auch schon zart in den Raum reingeschwebt, lächelnd mit einer Blume im Haar. Eine Stunde Glücksentspannung zur Lösung deiner Blockaden, Aromaöl und Hot Stone gab es noch mit dazu. Ein zart angewärmtes Leinentuch wird über deinen fast nackten Körper geschwungen. Und dann beginnt sie auch schon ganz sanft. Und sie fragt immer wieder, tut nie weh, ne? Tut nie weh, ne? Nein, es tut gut. Mittlerweile massiert sie sanft deine Haarwurzeln. Dir wird warm, sehr warm. Du fragst dich, ob du auf einer Wärmematratze liegst oder ob du es selber bist. Wirst in die Matratze hineingearbeitet.
Und wenn du schon auf deinem ersten Höhepunkt der Entspannung angekommen bist, holt sie aus einer mit Kunstorchideen geschmückten Mikrowelle die Hot Stones, die sie entlang deiner verschwitzten Wirbelsäule platziert. Isn't it too high? Isn't it too high? Nein, es tut gut. Und wenn du mit Aromaöl abgelöscht wirst und sich der Duft von Kokos, Zitrus und verbrannter Haut in deiner Wohlfühlkabine ausbreitet und du gerade wegdämmerst, sagt sie, jetzt einmal der Umdreh, bitte, ne? Jetzt einmal der Umdreh, bitte, ne? Aus der Nachbarkabine hörst du entspanntes Seufzen. Oh! Und während du dich umdrehst, erhaschst du einen Blick auf die mit Seidenblumen verzierte Uhr. Du freust dich, die Zeit des Wohlfühlens ist noch lange nicht vorbei. Mittlerweile ist sie mit sanfter Druckpunktmassage im Nackenbereich angelangt. Ah, viel Computer, ne? Viel Laptop, viel Computer, ne? Maus der Arm. Viel Computer, Laptop, nicht too fast. Too good? Nicht too fast? Too fast? Hallo? Ah, wieder da. Kurz eingeschlafen, ne? Und jetzt hau. Hau, du sitzt, hau. Du kommst in einen Sitz der Lotusblume gleich. Sie schlingt ihre Arme unter deinen hindurch und wiegt dich, als wärst du neugeboren. Und so willst du dich auch fühlen, neugeboren, befreit von den Lasten des Alltags, wiegend, gurgelnd, sie oder ich verschmelzend, holt sie aus und... Oh, die Krickebad! Und jetzt locker, an der Seite, ne? Jetzt locker. Oh, hat die wieder gemacht. Und jetzt aufstehe, anziehe, hopp. Während du aufstehst, spürst du den neuen Flow, die völlig neue Ausrichtung deines Körpers. Und die Nachhaltigkeit schon spürend verlässt du völlig verändert die thailändisch geschmückten Räume. Das war wie Kurzurlaub und dein Stress ist wie weggeblasen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Mama. Der Kugelgrill, er brennt. Weberknecht, ein jeder kennt. Großes Fest, großer Durst, heute gibt es Sojawurst. Thank you.
Lauch frisch gepflückt. Vorsicht, Vorsicht, nicht zerdrückt. Achtsamkeit und Liebe. Vergiss deine Triebe, ein ganzer Mann. Dank Satan. Ich ess nichts mit Blut. Das braucht wirklich Mut und Agavendicksaft. 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 Über den Tellerrand, was liegt da? Amarant. Worüber ich mich so freu, Mangold, Mangold und Pak Choi und Agavendicksaft. Agavendicksaft. Agavendicksaft, aga, aga, Agavendicksaft, aga, aga, Agavendicksaft, aga, aga, Agavendicksaft. Ich will Dill. Kommt, ihr wollt es doch auch. Schnitt, Lauch, Maniok. Dafür lauf ich amok. Und für Agavendicksaft. 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 Schafft ihr noch eine Strophe? Fütter mich. Fütter mich mit Mutter Hafermandelmilch. Erweckt in mir den lieben Knilch. Süße Frucht, gib mir deinen Samen. Quinoa, Goi, Samen, ich will deinen Leinsamen und Agavendicksaft. Eva Eiselt! Die denkende Schublade, Eva Eiselt! Dein Publikum! Oh,